Willkommen zurück zu Ark Council Live. Wir haben Namen, viele, viele Namen für den Rockulus Prime. Ich finde, der Name von der Kreatur ist an sich schon immer noch richtig irgendwie cool. Ich mag dieses Rockulus. Das klingt stark. Das klingt richtig stark. Rockulus. Das ist keine Ahnung. Kennt ihr den Slingshot-Channel? Das klingt irgendwie als hätte er einen Slingshot gemacht, den man danach benannt hätte. Die Rockulus. Ja, ich mag den Namen. Aber ihr habt entschieden, ihr kriegt einen neuen Namen. Irgendwas hier. Eine Mandel zwischen den Zähnen und den Lippen oben. Hat ein bisschen gekitzelt. Options, change name. Wird er nicht heißen, weil er ist nämlich kein Colossus Prime. Nein, wir nennen ihn, weil der Name ist leider echt gut, auch wenn er extrem unkreativ ist, aber er passt einfach wie Arsch auf Eimer. Moment, ich muss ihn kurz abschreiben. Schon falsch geschrieben. Ich glaube schon sowieso, oder? Drain the Rock Johnson. Ist der Name richtig geschrieben? Ich habe jetzt einfach mal so genau so abgeschrieben. Gut. Drain, Rock und Johnson sind da hier in den Kommentaren alle klein geschrieben. Ich gucke einfach ganz kurz bei Google. Drain. Ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Except, ist er drauf? Johnson. Nein! Nein! Okay, Moment, es geht nicht. Changed Name. Dann machen wir eben anders. Drain. The Rock. Na, Johnson. Okay, ist halt nur die Klammer weg. Ganz ehrlich, wegen der werden wir nicht anfangen zu weinen, nicht wahr? Außerdem, jetzt müssen wir kurz gucken, wegen Tiergröße und so. Ich nehme dafür die heiße Biene, weil die vielleicht dafür besser geeignet ist, ich weiß es aber nicht. Liegt an der Größe. Ich würde jetzt eigentlich viel lieber den Hyperion nehmen, der ja in der nächsten Folge hoffentlich irgendwann mal seinen Namen bekommt. Ja doch, in der nächsten Folge. Aber ihr müsst es keinem mehr schreiben. Weil wenn nämlich diese Folge hier rauskommt, ist die Zeit nämlich dafür eigentlich schon um. Und alles, was in diesen Kommentaren hier steht, an Namen für Tiere, die halt in der letzten Folge getamed worden sind, die kann ich nicht mehr akzeptieren. Das tut mir sehr, sehr leid. Außer es ist kein Name da, aber glaubt mir, da steht bereits ein Name. So, zwei Dinge. Unser allseits geliebter und beliebter Olympic Warrior hat mir gesagt, ziemlich viele Mammuts da unten. Hat er nicht gesagt? Nee. Wo die Höhle ist, weil er hat mir davon nämlich auch erzählt. Und das heißt, wir gehen mal dieser Höhle einen Besuch abstatten, nachdem wir mal bei der Wüste vorbeigesehen haben. Ich weiß. Stopp. Sieht das anders aus? Findet ihr nicht auch, dass das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen anders aussieht? Ich habe die Grenze jetzt aufgehoben. Mir kommt es so vor, als müsste da eigentlich noch was sein, oder? Irgendwie, als wäre der Hintergrund ein bisschen verschwommener oder so. Ich habe das irgendwie falsch in Erinnerung. Auf jeden Fall, hier war die Grenze. Und sie ist immer noch da. Verdammt. Nein! Nein, sie ist weg! Okay. Das ist seltsam. Ich finde, dass hier dieses geschnittene Land so seltsam aussieht. Okay. Dann ist die Barriere optisch noch da. Aber praktisch... Ich merke hier einen kleinen Widerstand, wenn ich da durchfliege. Ich häng da ganz kurz dran fest. Druck geht immer, ganz einfach. Ich hänge da kurz dran fest, ich prall also ab, aber dann werde ich sofort durchgelassen. Okay, das ist seltsam. Und das hier ist die Wüste, die eigentlich nicht zugänglich ist im offiziellen oder bei Default. Du Scheiße, wieso ist das denn hier so weiß? Das war hier noch nie so weiß. Wow. Wow. Das war hier noch nie so weiß. Was stimmt denn hier nicht? Das war doch eigentlich... Ah... Ich habe Lightbloom aus. Ich glaube auch nicht, dass ein Lightshaft liegt. Ich glaube, ich weiß, woran das liegen könnte. Ja. Doch. Ich glaube, ich weiß es. Auch wenn mich das eigentlich ein bisschen mehr irritiert, als das irgendwie ein bisschen beantwortet. Ich habe ja die voluminösen Wolken, also die richtigen Wolken, durch die man durchfliegen kann, ja deaktiviert und dafür halt die 2D-Wolken, die man jetzt sieht, wieder aktiviert. Und die wollten ja die 2D-Wolken. Also 2D heißt eigentlich nur, die sind über der Barriere und nicht durchfliegbar, sind einfach nur Textur da oben.
Und die wollten ja eigentlich, ich müsste jetzt nämlich eigentlich schon längst auf, ja, ich müsste jetzt nämlich eigentlich längst auf Höhe der Wolken sein, aber hier sind halt keine, ne, weil die ist die Barriere. Und die Wolken sind immer noch über uns, deswegen sag ich mal 2D-Wolken. Das ist halt, wenn die Wolken deaktiviert sind und man das Spiel neu startet, dann kriegt man halt diesen Wolkenhimmel. Und ich glaube, durch diesen Wolkenhimmel wird es ein bisschen mehr blurrig, aufgeblurrt und ein bisschen verschwommener. Und ich glaube, das, was wir gerade sehen, ist der Effekt dadurch. Wir können einmal ganz kurz den Test machen. Ich werde einmal kurz die normalen Wolken wieder anschalten. Und wenn der Himmel hier immer noch so ist, weil der war nämlich hier drinne, hier, der war nicht so extrem. Daran würde ich mich erinnern. Aber ihr seht, hier sind Tiere. Hier sind sogar ziemlich viele Tiere. Hier sind Hyänen. Okay, die sind hier neu. Die habe ich letztes Mal noch nicht gesehen. Und ich glaube, Morellatopse findet man sogar echt nur hier. Das Interessante an diesem Ort ist halt eben, ja, dass das eigentlich ein Developer-Bereich ist. Also hier wird noch was entstehen. Aber dadurch, dass dieser Bereich hier abgesperrt ist, ist hier hinten eigentlich noch gar nichts. Was wir noch machen werden, weiß ich nicht. Was ich halt weiß, ist, dass... Moment. So. Apply Save. Muss das Spiel kurz neu starten. Dass dieser Bereich einfach, ja, hier spawnen Tiere. Und zwar relativ viele Tiere. Und auch Tiere, die es halt woanders irgendwie gefühlt gar nicht gibt. Deswegen das Ganze irgendwie ein bisschen ziemlich überflüssig ist, wie ich finde. Ich meine nur, auf Thief und Crystal Isle, da gab es diese Barriere ja auch nicht. Was ja schon ein bisschen irritierend ist. Ah, guck mal. Sieht doch gleich ganz anders aus. Ah, guck mal. Diesen Effekt wollten die damit provozieren. Ihr seht ja diesen ganzen Staub schon, durch den wir durchfliegen. Ich glaube, das sollte dieses komische Aufgeblöte provozieren. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass dieses Überlichtete ist jetzt wieder weg. Und das ist nämlich dieser Wolkeneffekt, den ich meinte. Und das ist, finde ich persönlich, es ist nicht hübsch. Ich finde es nicht hübsch, es ist übertrieben. Es ist ein Effekt, der halt versucht wird, mit den 2D-Wolken zu verursachen, aber irgendwie nicht so geil ist. Und ich sehe gerade was sehr Interessantes. Das ist Glück, dass wir jetzt hier eins so finden. Ein Alpha Dai auf Level 560. Leute. Den nehmen wir mit. Naja. Zumindest seine DNA. Flop, schläft. Das ist eigentlich ziemlich cool. Können wir den auch entwickeln? So, mein Freund. Und jetzt bitte einmal nicht meinen Tod verursachen. Danke. Und hier sind eigentlich... Oder hier waren auch mal Thylacoleus. So. Nein, man kann ihn leider nicht weiterentwickeln, weil sonst würden wir das nämlich jetzt hier sehen können, dass hier eine Weiterentwicklungsmöglichkeit besteht. Der schnarcht. Ich muss sagen, das ist irgendwie süß, oder? Wieder deinem Schnarchen, das ist schon irgendwie niedlich. So, jetzt wisst ihr, warum ich immer den Sound so leise habe. Die Fluggeräusche sind zu laut. Deswegen ist es immer so leise. Eigentlich sind die Fluggeräusche gar nicht so schlimm. Also eigentlich ist der Sound nicht so schlimm, weil ich finde den Sound eigentlich ziemlich cool, weil wenn man eine gewisse Lautstärke anhat, dann kriegt man vom Spiel deutlich mehr coole Effekte und so mit. Aber, boah, man sieht einfach gar nichts. Wegen dem scheiß Nebel oder was es sein soll. Aber es ist halt leider ziemlich ätzend, dass die Flügelschläge, besonders bei den Quetzeln, ist immer so übertrieben laut, dann hört man... Ich weiß nicht, ob man mich da nicht mal hört oder ob ich einfach mir das einbilde, weil ich das... Ja, ich mich selbst eigentlich so laut eingestellt habe, dass ich mich selbst gut hören kann, aber das Spiel dann natürlich auch lauter wird. Ich kann ein bisschen lauter machen. Ich meine, ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob es dann zu laut ist. Ich persönlich finde, die Flügelschläge sind immer sehr laut oder halt so... Ja gut, Generatoren können wir die S-Plus-Generatoren anmachen, aber ich... Ich persönlich finde, wenn das Spiel ein bisschen lauter, man hört die Geräusche vom Spiel. Das ist ein cooler Effekt. So. Ich habe meine Orientierung verloren. Ach ja, genau. Noch ein kurzes, kurze Info zu diesem Bereich hier. Und zwar, hier gibt es nichts. Außer die Tiere. Gar nichts gibt es hier. Keine Steine, keine Bäume, nichts. Gar nichts. Hier ist absolut tote Hose. Außer an einem Ort. Und das ist, wenn wir Richtung Ort, Richtung Meer fliegen. Übrigens, ich habe jetzt wieder meine Orientierung, weil da, wo die Berge sind, dahinter ist die Barriere. Wenn wir Richtung Meer fliegen, also ich bilde mir ein, dass ich wieder Orientierung habe, aber es scheint so, dass ich doch keine habe. Warte, da stimmt was nicht. Ach, guck mal, die Karte wird gerade aufgedeckt. Ah, ja doch, okay, hier entlang. Dann sollten nämlich da hinten ein paar Bäume und, oh, hallo, Herr Grüner Giganotto.
Bäume und Kakteen sollten hier auftauchen. Das ist auch der einzige Ort, wo es diese Dinger gibt, soweit ich weiß. Das ist eben das Blöde, wenn die halt da sind. Und ich, wofür hat man die mal gebraucht? War das denn? Hier, guck. Das ist der einzige Ort, wo es diese Dinger hier gibt. Und der Stein da ist auch kein Stein, das ist auf jeden Fall ein Rockulus oder ein Golem. Siehst du? Ein normaler Rock Elementar, der gerade gestorben ist. Weil ich ihn gebissen habe. Oh, das ist es. Ist das ein Wyvern? Ein Dodo-Wyvern! Okay. Und da ist noch einer. Hm. Mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass die hier spawnen. Aber ich habe es nicht so recht geglaubt. Außerdem, was mir. Oh, war es sind richtig viele. Was mir da gerade negativ auffällt, ist, die buggen oder die spinnen genauso dämlich rum wie der Drache, was nämlich doof ist. So. Wofür braucht man das denn nochmal? Irgendwas war da. War das eine Peitsche? Irgendwas war da. Irgendwas konnte man damit machen. Ja, ist gut. Doofe Spinne, sei doch nicht so laut. Irgendwas konnte man mit dem Lehm oder mit den. Oder man konnte daraus Lehm machen. War das ein Sattel? Ich weiß nicht mehr. Es könnte eine Peitsche gewesen. Irgendwas aus Scorched Earth. Irgendein Scorched Earth Item. Es könnte wirklich ein. Ja, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. So, kommen wir mal zur Höhle. Und zwar diese Höhle, die ich meinte. Die ist beim Leuchtturm und es ist tatsächlich ziemlich bewölkt gerade, wie ich feststellen muss. Ich meine, so hoch fliege ich doch gar nicht, oder? Es ist einfach nebelig durch die Wolken. Scheiß voluminöse Wolken. Jetzt aber den Tierschutzverband anrufen, da ist nämlich ein Wal gestrandet. Na? Gefällt dir das tiefe Meer? Tiefseebasilo? Ist hübsch hier unten, ne? Du fragst dich jetzt sicherlich so, wie kann ein Landtier wie ich, ein Luftatmer wie ich, so tief unter Wasser gerade überleben, ne? Ich muss dir leider sagen, es bin nicht ich, der hier der Physik widerspricht. Du machst mir einiges gerade falsch. Ja. Hast verstanden, ne? Ist auch besser so, wenn du jetzt gehst. Warte, ich helfe dir mal. Schub dich mal an. Lauf! Aha, dann bleib halt. Ist wahrscheinlich so ein Tourist oder so, der mal an die Oberfläche wollte. Na gut, wenn er Urlaub macht, wir können Touristen mal gebrauchen. Die bringen immerhin auch Einnahmen und so. Gut, wo war die Höhle? Der sagte, hier ist die Höhle. So. Und da an den Dingern kann man Plattformen dran machen. Das ist leider eine viel kleinere Höhle, als ich erwartet habe. Muss ich zugeben. Ich kann jetzt halt mal 3, 4 Plattformen dran machen. Kleine Piratenbucht oder was? Ist ja ein Witz. Schade, ich dachte, hier gibt es mehr. So, unter Wasser? Hier ist auch nichts. Ich dachte echt, hier wäre vielleicht ein bisschen was. Tja. Ich muss sagen, ich bin gerade enttäuscht. Ja, ich kann es nicht mehr sagen. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, hier wäre echt eine richtige Höhle, eine Schlucht oder sowas. Und dann so der Reihe nach könnte man da die Dinge aufstellen, was ziemlich cool aussehen sollte. Und ist halt bloß so ein Mist. Ich bin gerade echt enttäuscht. Aber wahrscheinlich kann man auch dann an den Dingern hier Plattformen dran machen. Das wäre jedenfalls cool, wenn man das hier dran machen könnte, weil man kann aus diesem Bereich eigentlich eine schöne Bucht machen, ne? Oder? Ich finde schon. Na gut. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid alle schon tierisch gespannt auf den Direwolf. Und da ist er tot. Ich wollte nur dein Fleisch. Dankeschön, ciao. Keine Sorge, es wird investiert in etwas, was besser ist als du. Ich würde mir eigentlich furchtbar gerne mal diese Schlucht da aus der Nähe angucken. Ich habe nur ein kleines bisschen Angst, dass wir dabei sterben könnten. Habe ich irgendwas, was ich verlieren kann? Nein, okay. Weil ich möchte eigentlich nur ganz gerne das hier oben wissen, dass ich da schneller drankomme zum Hochhallen. Ich möchte nämlich ganz gerne einmal durch diese kleine Schlucht hier fliegen. Und da sind natürlich auch Alphas, also ACA-Alphas. Und wow. Wow, wow. 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 Das ist rot hier, finde ich. Oh, da sind Eier. Und hier sollen wir uns dann Eier besorgen von den Wyvern. Ja, das sieht sehr machbar aus. Nein, nicht so wirklich. Außerdem kriege ich halt ein bisschen Platzangst, weil ich, weil es sehr eng nach unten geht. Ich will die Lava nicht berühren. Der Boden ist Lava, ihr kennt das Spiel. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt überlegt mal, wer von euch alles gestorben ist. Ich nicht. Ich habe die Lava nicht berührt. Oh, fuck. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Pack. Nee, das war auch Eternal, ne? Ja, doch, der Eternal. Wo das hier ganz schnell mal in einer Schnelllevel-Situation geendet ist. Und?
Haben wir. Das haben wir, das brauche ich. Haben wir vielleicht ein bisschen. Nein, schade, kein Alpha getötet. Also kein, nicht ein ACA-Alpha, sondern ich meine jetzt den normalen Alpha, der halt ganz viel Milch gibt. Naja, was soll's. Leben und leben lassen, sage ich immer. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir Chicken Nuggets gekauft, deswegen kann ich das nicht von mir behaupten. Da ist der Alpha, den habe ich gesucht. Boah, dieses Gewimmel ist ja Wahnsinn. Nicht so krass wie. Wie heißt das Spiel nochmal? Mit den Mosasauriern. Auf der Island. Was wir zuletzt hatten. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Kurzes Gedächtnis. Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Anunnaki Genesis war natürlich das, was ich meinte. Und was mir aufgefallen ist, die Drachenschlucht hat uns ein kleines bisschen Primeat besorgt. Also ich schätze mal, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir wieder Primeat brauchen für das Rumklonen, dass wir dann einfach mal dahin gehen, ein Häppchen zubeißen und dann haben wir einfach ganz, ganz viel. Es gibt eigentlich auch noch eine andere Sache, die ich ganz gerne mal ausprobieren möchte. Und zwar, das waren genau 1200. Wie genau war das denn gerade? Kann man nämlich, und das wusste ich nicht, ich weiß auch nicht, wie wichtig dafür die Einstellungen sein müssen. So, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Nämlich, man soll angeblich mit dem Heilschwein, mit dem diesem Killerschwein, diesem Horrorschwein oder Höllenschwein, der hat ja einen Heileffekt, der kann heilen. Alles, was in der Umgebung ist und in seinem Team ist. Und wenn man sich einen Wyvern holt, kann man das Baby damit hochheilen. Dann braucht er keine Milch. Dann kann er nämlich, wenn er verhungert, nicht so viel Schaden bekommen. Wichtig dabei ist, also zuerst einmal in meinem Tribe hat der Olympic gesagt so, ja, es geht, es funktioniert. Hat sich dann wieder eingeloggt, alle tot, also die Babywürmer waren tot, weil die verhungert sind. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Denn es könnte nämlich gut möglich sein, ich schmeiß mal die DNA in die Mikrowelle und zünd das Ding mal an, dass es durchaus funktioniert, ohne Probleme. Mit der Voraussetzung, dass man aber aktiv spielen muss, damit der Wyvern auch die Heilung abbekommt, weil sonst wahrscheinlich dieser Bereich inaktiv wird. Und durch die Inaktivität wird dann vermutlich die Heilung gestoppt. Aber nicht das Verhungern. Vermutlich auch das Verhungern. Dann kommst du aber in die Nähe. Dann merkt man das Spiel. Ach, guck mal. Er ist verhungert. Er kriegt also Schaden. Counter geht auf 0. Dann kriegt er wahrscheinlich die Eingabe. Guck mal, hier war aber die Heilung. Counter würde wieder hochgehen, weil der die HP hochgehalten hat. Merkt dann aber, oh, warte, ich kann das hier nicht heilen, weil das hier schon tot ist. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Ihr wisst schon, sowas wie aktive und inaktive Chunks bei Minecraft. Ich vergleiche das immer damit, weil das eigentlich ziemlich gleich ist. Außer halt, dass es halt nachträglich aktiv, nachträglich funktioniert. Und wenn das dann halt nacheinander ist, hier, Hunger war runter, HP muss runter, HP muss wieder rauf. Aber wenn die HP unten auf 0 ist, kann sie nicht wieder raufgehen. Versteht ihr? Warum es umgekehrt nicht geht? Gute Frage. Vielleicht, weil mein umgekehrter Effekt nicht klappen kann, weil der Schaden vermutlich den Würfern direkt betreffen würde, die Heilung aber extern betreffen könnte. Würde ich mir jetzt einfach mal so erklären. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Vermutlich ist es aber einfach nur, weil spielintern doof gemacht ist, weil Heilung von außen von dem Tier war nicht vorgesehen. Aber hey, man braucht ja irgendwie was Neues. Also warum versucht man es nicht einfach mal und dann kostet sowas. Ich brauche eigentlich mal. Ich, ja gut, Thor. Mein Gott, ich gehe in deinen neuen Film. Keine Sorge. Ich tame dir auch einen Hulk. Versprochen. Ich brauche ein paar von den Kühlschrank-Kalthalter. Ich habe vergessen, wie die heißen. Sparkpowder. Sparkpowder. Ich habe da, glaube ich, gar keinen. Doch. Bisschen. Ja, ein bisschen haben wir. Das reicht eigentlich aus, um zumindest so ein. Ja, noch so ein paar Stunden zu überbrücken, bis ich mal irgendwie mir einen richtigen Kühlschrank gemacht habe, der mit Strom läuft und dann Benzin habe. Ich meine, Benzin liegt am Strand. Öl liegt am Strand. Einige sind bereits tot, andere müssen erst noch tot gemacht werden. Was mich immer noch ärgert, ist es mit der Boss-Arena. Ich glaube, wir müssten dafür tatsächlich mal. Womit wir, meine ich mich, weil es natürlich eine Drecksarbeit ist, die ich auf mich abgewälzt wird, das Ganze auf einem lokalen Server einrichten, dass wir mal in die Boss-Arena gehen können. Mit einer Map und so. Aber bis dahin machen wir erstmal hier ein bisschen. Mal gucken, wie weit wir kommen.
Ich warte jetzt, bis der Wolf hier fertig ist. Danach werden wir mit ihm ein bisschen rumspielen gehen. Ne? Bis gleich. Er wollte mir keinen Namensvorschlag aufdrängen. Er hat ihn einfach abgebrochen. Boah, ist der groß. Boah, ist der groß. Ist ja der Wahnsinn. Level 840, das ist ein gutes Level. Das ist ein sehr gutes Level. Es ist ein Männchen, also wenn ihr dem einen Namen geben wollt, macht's. Macht's. Bitte, macht's. Übrigens, wir haben Wolken an. Da muss ich Leitblumen anmachen. Habe ich voll vergessen. Weil es sieht einfach cooler aus mit den Wolken. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt es einfach sehr gut. Ja? Also, wenn ihr das, wenn das zu hell ist, ja, kann ich nichts gegen machen. Mir ist es teilweise auch zu hell, aber ich finde es ist halt einfach, es ist optisch schön. Mir gefällt es einfach, okay? Wenn es euch nicht gefällt, macht es für euch aus. So, ein Screenshot. Ich muss noch ein paar mehr machen. Aber später. Jetzt möchte ich ganz gerne erstmal mit den Tierchen hier ein bisschen rumblödeln, weil wir. Wir haben noch bestimmt. Wir haben sogar eine Cave. Ich weiß noch nicht, ob ich da wieder rauskomme. Das ist das andere Problem. So, ich schaue jetzt mal den Melee-Damage nach oben. Und ich werde in der Cave reingehen. Da ist nämlich eine in der Nähe. Aber was ist in der Nähe? Nähe ist relativ. Ich habe ein schnelles Flugtier. In der Nähe von meiner Livestream-Base. Und ich würde ganz gerne mit dem Wolf da reingehen, weil wir brauchen natürlich auch noch so ein kleines bisschen Chitin, nicht wahr? Um hier ein bisschen Gedönse herzustellen. Und wahrscheinlich ist der hier allein schon von seinem Weight-Wert doch ziemlich geeignet. Andererseits, das Tier muss ja auch irgendwann auf die Schulter, nicht wahr? Dafür kann ich ja den hier nehmen. eine Frage habe ich aber noch. Brauche ich das Zeug? Und wie schnell habe ich Neues gesammelt? Ja, eigentlich sehr schnell, nicht wahr? Brauche ich alles nicht. Ich brauche immer noch den Grinder. Ich brauche immer noch den Industrial Grinder, um mir Metall zu machen, dass ich kein Metall mehr schmelzen muss, um mir das Spiel zu vereinfachen. So, ich glaube, ich muss da entlang, ne? Nein, ich muss da entlang. Da ist die Höhle. Die ist, wie gesagt, relativ nah an meiner Livestream-Base. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Vor allem, die ist wirklich zappenduster. Vor allem, jetzt denkt man noch so, hey, ich kann Schatten ausmachen, aber tatsächlich, jetzt ist aus. So. Naja, wir haben eine Fackel. Also, das ist schon ganz in Ordnung. Aber ich muss trotzdem den Gamma-Wert erhöhen. Ja, guck mal. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Aufwachen. Frühstück ist fertig. Gegrillter Leguan. Du bist der gegrillte Leguan. Haha. Ich weiß nicht, was hier unten ist. Okay, solange das Tierchen brennt, kann ich hier eigentlich den hier machen. Der rennt gerade rum und frisst einfach die Tiere auf. Ja, meinetwegen. Ich hatte gerade schon, kann ich nicht drauf. Mehr als Gamma 4 kann ich nicht machen. Ich wollte gerade gucken, ob es einen Wolfsattel gibt. Nein, Alf. Nee, okay, kein Wolfsattel. Ja, weil wie gesagt, die Höhle ist wirklich zappenduster und wir hatten eigentlich Fackeln dabei damals. Ich habe jetzt keine Fackel. Droppen die Fackeln? Ich weiß es nicht. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Höhle nicht so finster in Erinnerung. Vielleicht kann ich ja ein bisschen schummeln, indem ich einfach Anti, ja, General Shadow auf Low und Distance Field Shadowing. Nein, das bringt auch nichts. Also nicht viel, wenn es überhaupt was gebracht hat. Ach, was war das? Auf High, ne? Und der hier auf, einfach nur angehakt. So, ja. Ihr seht schon das Problem. Wir haben keine Fackel dabei. Wir haben nicht mal ein Nachtsichtgerät dabei. Aber man kann trotzdem noch so ein bisschen da hinten zumindest sehen. Es gibt doch irgendwo einen. Oh. Das ist ein YouTuber. Ne, Megalo. Seit wann sind die erwacht? Ja, ja, ja. Ist hier gut. Schlaf weiter. Mach dir keine Gedanken. Die Höhle ist eigentlich ziemlich cool, weil sie so groß ist. Man kann auch mit großen Tieren hier rein. Aber die ist allein schon, weil sie so finster ist, ist sie ein echt mieses Labyrinth. Die endet aber irgendwo da hinten im Sumpf. Ich sehe aber nur gerade, dass hier einfach kaum Insekten drin sind. Deswegen hauen wir wieder ab. Wenn ich den Weg zurückfinde. Ich meine, es ist. Ich mache gerade einen Melee. Ja, okay. Okay. Das ist übrigens nicht der Ausgang, auch wenn er.
so aussieht. Probieren wir es einfach mal aus, oder? Ich glaube, ich gehe mit dem Direwolf wirklich irgendwo anders hin. Das ist ja eine Katastrophe hier. Freiheit! Das ist keine Freiheit. Nein! Okay. Plan B. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Ja, da ist der Sumpfausgang. Wow, wir haben sogar schon Nacht. Profi-Tipp, falls ihr euch mal verirrt habt, haltet euch links oder rechts. Versucht gar nicht erst zu variieren. Versucht nicht links, rechts, wild und lang rumzulaufen, sondern haltet euch an einer Wand und versucht dieser Wand einfach zu folgen. Wenn ihr merkt, diese Wand geht im Kreis, dann verlasst erst diese eine Wand. Vorher besser nicht. Tja, die Höhle war vielleicht doch nicht ganz so toll wie erwartet. Ich habe eigentlich sie etwas heller in Erinnerung gehabt. Allerdings da, wo wir im Livestream drin waren, waren ein paar Fackeln aufgestellt, die sehr stark geholfen haben. Und die haben wir einfach angemacht. Nee, die waren eigentlich sogar schon an. Deswegen, das gerade ein bisschen unglücklich war. Und ich hatte keine Fackel dabei. Was lernen wir daraus? Entweder hat man immer eine Fackel dabei oder man hat immer ein Nachtsichtgerät dabei. Oder ein Drache, der eine Fackel ist. Quasi. Ja. Nehmt einfach eine Fackel mit. So. Jetzt habe ich normales Licht mit Egratag. Ich würde mir ganz gerne mir mehr die Alphas angucken. Allerdings auch vor allem eben der Entwicklung wegen, weil ich ganz gerne die Exalted ausprobieren möchte. Wie zum Beispiel einer unserer Lieblingskandidaten bisher, der Exalted Sabertooth. Ne? Den hatten wir jetzt auch schon ganz schön oft gehabt. Allerdings eher negativ als im positiven Sinne. Das heißt also, ich würde mir ganz gerne zumindest bis zum nächsten Mal, oder zumindest nächsten Mal ganz einfach, oder ja, irgendwann die nächsten Tage, auf jeden Fall in naher Zukunft, wenn mir nichts Näheres irgendwie dazwischen kommt. Und damit meine ich irgendwie tollere Tiere außer der Sabertooth. Eine Alpha Sabertooth tamen, beziehungsweise wir tamen uns ja nicht, wir züchten den ja, wir klonen den und machen uns dann daraus ein Exalted. Die sehen zwar insgesamt etwas bescheidener aus, sind pottenhässlich eigentlich, weil sie einfach ihre Textur nicht haben. Aber dann wissen wir mal, wie stark die Tiere wirklich sind. Weil wir haben ja bereits ordentlich Erfahrung mit denen gemacht. Ich wollte eigentlich immer gerade gucken, weil das aus der Entfernung mal so aussah, als wäre hier im Vulkanbereich eine Höhle. Und diese Höhle sehe ich eigentlich ständig von unserer Base aus. Und ich frage mich gerade, wo die ist. Oder ob die vielleicht sogar nur offen ist, wenn der Lavastrom fließt, was ziemlich bescheuert wäre, weil wenn man wieder raus möchte und der Vulkan hat aufgehört auszubrechen, dann sitzt man ganz schön in der Pampe. So, ich muss mal gucken von hier aus. Da, seht ihr das Loch? Da ist die Höhle, die ich mir mal angucken wollte. Ich gehe einfach mal nach ran, gucke sie mir mal von hier aus an. Ich muss nämlich sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor der ganzen Lava hier. Kommen wir da rein? Wir kommen da sogar rein. Was ich nicht weiß, ist, ob das ein Lavastrom wird, wenn das Ding ausbricht. Es ist gar keine Höhle. Das war sogar schon alles. Ah. Das könnte tatsächlich ein Lavastrom werden, wenn das Ding ausbricht. Was ich ziemlich schade finde, ist, dass wir bisher noch nicht gesehen haben, dass das Ding ausbricht. Vor allem nicht aus der Nähe mit dem Flugtier. Ne? Im Livestream sehe ich das ja mal wieder. Da stehe ich hier oben an der Kante. Da hinten. Und guck da rüber. Also ich... Ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt der Dolorex, der Marvin ist der Indominus Rex. Und der Giganotto hier unten ist dann halt meinetwegen Olympic Warrior. Wir haben hier unsere Base. Ich muss mich übrigens mal wieder angucken. Und dann sehe ich halt da, und wenn das Ding ausbricht, sieht schon ziemlich cool aus. Vor allem, man sieht es einfach nicht daran, dass halt die Steine rumfliegen, sondern vor allem daran, dass das Ding überall rote Adern hat, weil einfach die Flüsse da sind, die Lavaflüsse. Das ist echt hübsch gemacht. Besonders nachts sieht es ganz gut aus. Jedenfalls würde ich sagen, das war's. Was ist für heute? Nein, noch nicht ganz. Wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich ausprobieren dürfen, ne? Soll ich mal hier ausprobieren? Ich weiß nicht, ob der Wolf das überlebt. Muss ich gerade ehrlich zugeben. Ja, warte. Warte, das war's noch nicht. Okay, wir probieren den Wolf nochmal ordentlich aus. Haben wir hier ein paar Kandidaten, die... Ja, da ist ein guter Kandidat. Der gibt auch ein bisschen Fleisch. Und ansonsten... Ja, doch. Doch schon. Okay, wir starten einfach mal... An gewohnter Stelle einfach unseren Startschuss. Wir immer noch relativ safe sind. Guck mal, da ist sogar schon Kano. Er möchte mitspielen.
Spielen wir mit ihm. Genau, das kann er mehr. Ist der... Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Ich habe nur geheult und der Kano springt schon runter vor Schiss. Ja, das sind wir. Das sind wir. Ja, wir sind das, nicht der. Wir. Der weiß, wer hier der Chef ist, wenn wir ankommen. Ja, Hundi freut sich, klingt ein bisschen wie ein Kojote. Aber es ist kein Kojote. Gucken wir mal, was das für... Oh, da war ein Baby-Parasaur. Ich muss das Fleisch genehmigen, ne? Weil sonst ist hier verschwendet. 384, nice. So. Die sind auch cool, weil die können sich hinsetzen. Die hier meine ich. Jetzt ist er tot. Naja, er soll tot sein. Und der ist im Weg. Pelz brauchen wir vielleicht auch irgendwann einmal, nicht wahr? Haben wir eigentlich sogar schon... Ja, komm, wir warten, bis wir mindestens 50 Level oder so haben. Ja, wer knurrt? Wer schlägt mich? Man sieht sofort, ne, dass so ein Sattel, der bringt ordentlich Verteidigung. Ich schluck auf, krass. So ein Sattel bringt schon echt ordentlich Verteidigung dazu. Auch wenn er nur so 100, 200, ja, 100 oder 50 Verteidigung gibt. Er gibt so insgesamt trotzdem einen ganz schön ordentlichen Boost an. Ja, der kann mir keinen Schaden machen oder wenig Schaden machen, was schon ziemlich enorm ist. Ich dachte eigentlich nicht, dass es so viel ausmacht, so viel Unterschied. Aber Rüstung ist Rüstung und die merkt man. Ganz am Maximum ist jetzt natürlich nicht, ne? Das ist klar, dass ich da jetzt... Hey, kannst du bitte sterben? Warte, da müssen noch mehr sein. Der war mit Sicherheit Mate-Boostert. Ja, jedenfalls, ja, ausgelevelt sind wir nicht, aber Melee-Damage ist auf jeden Fall Maximum. 65.000, der war eben bei 100.000. Seht ihr? 100.000, ganz knapp. Okay, ganz knapp 100.000, aber ganz ehrlich. Das lassen wir so zählen. Der ist auf jeden Fall, ja, der ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der awesome, mega krass stark ist und alles und jeden Fall nicht dem die Quere kommt. Nein, aber er ist durchaus ein bisschen mehr als nur gut. Das ist jetzt ein Alpha oder ein Exalted? Ich weiß gar nicht, das ist Exalted, ne? Ja. Das war ein Alpha. Okay, irgendwie meine Maus verschwindet immer. Seht ihr das? Meine Maus ist gerade hier zu sehen. Und ich bin eigentlich nicht in einem Modus gewesen. So, jetzt Linksklick und... Das stört mich ein bisschen im Spiel, dass immer wieder die Maus irgendwie sich löst. Von der First-Person-Ansicht, Verankerung oder was weiß ich, wie man es nennen könnte. Das ist ein bisschen ätzend. So. Der ist auf jeden Fall, der ist cool. Ich mag den, der, auch weil er so groß ist halt, ne? Aber es ist halt, ja, kein Wunder der Natur. Er ist ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber auch kein Wunder. Aber trotzdem irgendwie cool. Ich frage mich gerade, wo man noch ein bisschen was rausholen könnte. Vielleicht Movement Speed. So, 200%. Und dann hauen wir den Rest einfach auf Papier. Und dann müsste der eigentlich auch schon längst ausgelevelt sein. Oder sehr, sehr nah dran sein. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, okay, ist ausgelevelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hat 11 Millionen HP. Ist. Okay. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der OP stark ist oder so. Da gibt es natürlich gerade in dieser Mod andere Tiere, die deutlich stärker sind. Aber er hat auf jeden Fall. Ich würde sagen, seine Daseinsberechtigung. Er ist ja trotzdem noch ein relativ kleines Tier. Ich will das dürfen wir nicht vergessen. Er ist ja. Ja, kann schön sehen, wie schnell das Tier tot stirbt. Tot stirbt? Tot ist. So, ist tot. Ja. Das Problem ist halt, dadurch, dass er keinen Sattel tragen kann, ist halt seine Verteidigung sehr weit nach unten gesetzt. Und er kriegt halt zu viel Schaden. Vielleicht gegen Bosse. Wenn man vielleicht einen Rudel davon tamen würde, könnte man sagen. Attacks his target, 20 Stück davon. Und dann zerreißen die alles in klitzekleine Stückchen. Aber das kannst du auch mit anderen Tieren machen, die den Sattel tragen können. Kanus zum Beispiel. Dennoch, er ist halt cool. Ich schätze mal, seine Daseinsberechtigung wird halt vor allem wieder daran sein. Mal gucken, ob ich rüberspringen kann. Dass der halt. Nein, schaden leider nicht. Ich schätze mal, seine Spezialität wird halt wieder da sein: Chitin, Keratin sammeln, weil er ist halt so einer. Ich habe jetzt nur leider noch keins dieser Tiere gesehen. Das kann weg. Das habe ich schon eingesammelt, weil es ein Screenshot im Weg war. Ich schätze mal, ja doch, ich würde sagen, wenn wir halt ein paar Käfer oder so töten würden, dann würden wir halt sehr schnell das Zeug bekommen. Ich kann es einfach mal ausprobieren. Ja. War der jetzt eigentlich noch? Der war Hyde, Keratin, Chitin-Sammler, ne? Ja, nicht mal da ist er so gut. Na gut, er kriegt hier mehr Hyde raus, aber ich denke mal, es liegt auch vor allem an der ACA-Mod, dass halt verhältnismäßig wenig Loot aus den Tieren rauskommt.
Ja, doch, ich würde sagen, das geht eigentlich. Na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich selber. Das Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.